Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben bei dem Lagerfeuer und wir waren dabei, das hier zu zerstören, damit die Statue kaputt geht, also beziehungsweise die Stützungen kaputt gehen und die Statue da runterfällt. Aber ich habe ja gesagt, ich würde gerne noch, bevor wir das explodieren lassen, hier gerne weiter gucken. Weil da haben wir noch nicht rangeguckt und das werden wir jetzt machen. Okay, ich denke mal, wir sollten tauchen. Wir können ja Gott sei Dank unendlich tauchen. Genau, nur du und ich und wir haben gewonnen. Schade, ich wollte mich eigentlich an den einen anschleichen, aber der andere war hier und kam dann noch eine dritte Person. Es hat leider nicht so geklappt wie gedacht, aber ist okay. Und was haben die gesagt? Hat er gesagt, das sind die die Ritter, die Krieger des Propheten. Auf jeden Fall haben die eine alte Rüstung, haben sie erwähnt. Hier müssen sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. Ich muss bei mir ein bisschen lauter drehen. Lara redet ziemlich leise. Ich will natürlich halt nicht so laut bei mir drehen, damit ihr das durch meine Kopfhörer hört. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Nein, das will ich nicht. Ich will genau einfach nur das wegziehen. So, gucken wir uns mal hier um. Aha, hier können wir schwingen. Achso. Hier haben wir das Gefäß geholt, was wir hatten. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, das haben wir eh schon, Lara. Warum sagst du das ganze Zeit jetzt? Wir haben das letzte schon. Wir müssen uns nur explodieren lassen, aber ich will halt mich erst umgucken. Nicht, dass wir dann hier laufen müssen. Weil vielleicht auch die Dinger kommen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Die Krieger der Propheten, des Propheten. Vielleicht jagen die uns ja auch. Schaffen wir das hier rüber? Achso, hier ist eh was oben. Ist das eine Falle? Okay, ich kann es nicht draufschießen. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Also ich kann nicht draufschießen, damit das kaputt geht. Sicht bitte an, danke. Das ist auch manchmal so nervig, dass du manchmal dreimal reindrücken musst, bis sie mal das wirklich aktiviert, die Vision. Weil du kurz davor das schon mal benutzt hast. Die Armee des Propheten wurde für gewöhnlich über einer Flagge befestigt und von einem Fahnenträger getragen. Ja. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, das können wir irgendwie nicht zerstören, dann lassen wir das mal. Oder wenn wir drüber rennen? Es hat sich nicht mal aktiviert, okay. Weil wir zu schnell drüber gerannt sind? Ich weiß es nicht. Und hier kommen wir wieder runter. Es ist in Position. Irgendwo da hinten war auch noch was. Das würde ich eigentlich auch gerne haben. Aber wenn nicht, wenn wir es jetzt nicht kriegen sollten, versuche ich es auch nicht zu holen, so krass. Weil wir können das ja später, wenn wir 100% machen am Ende der Story, die dann ja nochmal holen. Hat ihre Gesandten geschickt. Selbsternannte Soldaten Gottes, die Ritter des Trinity-Ordens. Sie wollen den Propheten zum Schweigen bringen. Seine Blasphemie. Aber die Sachen, die wir hier so finden, ausmerzen. Holen wir. Aber es ist zu spät.
Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Jeden Tag kommt es im Forum zu Gewaltausbrüchen. Der Prophet weiß, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Daher müssen wir Konstantinopel verlassen. Wir werden in die Wüste gehen, um neu zu beginnen und das Werk des Propheten fortzusetzen. Okay. Es ist in Position. Ich muss es nur noch entzünden. Ja, Lara. Das machen wir gleich. Ich will trotzdem noch gucken, auch wenn wir das jetzt nicht unbedingt holen müssen, weil wir das dann sowieso später dann, wenn wir 100% machen, holen können, will ich trotzdem kurz gucken, ob es vielleicht hier einen Weg gibt. Wenn wir es jetzt schon hier holen können, würde ich es gerne holen. Aber ich will hier nicht zu lange sitzen dafür. So wollte ich das nur sagen. Dass ich hier jetzt nicht stundenlang einen Weg suchen will. Sei irgendwie hier auf der anderen Seite oben. Ne, ich dachte, vielleicht kann ich ja, wenn ich hier rüberspringe. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Also ich hier oben, dieses Monolith, genau das wollte ich holen. Aber wie soll man da hinkommen? Kann man hier irgendwie? Also. Wir können uns hier nicht mal festhalten. Weil irgendwie muss man ja hier hochkommen. Also irgendwie muss das ja funktionieren. Ups, wollte ich gar nicht. Mal gucken, kann ich noch so ein Gefäß rausholen oder ist das im Feuer? Nee, eigentlich müsste es gehen. Ah, verdammt. Eigentlich wollte ich das in die andere Richtung. Eigentlich wollte ich das der andere Teil, aber ich war gerade dumm, wie das funktioniert. Eigentlich wollte ich nämlich, dass das runtergeht. Weil vielleicht können wir ja hier drüber klettern. Wenn das unten ist. Rollt's runter? Ach komm. Jetzt muss ich nochmal kicken. Ah, doch, jetzt da. Wir können wahrscheinlich. Das ist war wahrscheinlich auch gewollt. Hier rauf, oder? Ne, wir können nicht hier rauf. Wir rutschen hier runter. Als ob wir hier nicht rauf können. Als ob wir hier runterrutschen. Ne, wir kommen hier echt nicht drauf. Wir rutschen hier runter. Krass. Gut. Na dann. Habe ich echt keine Ahnung, wie wir das machen können. Weil es sah halt so aus, als könnte man dann hier rüber balancieren und dann hier rauf. Aber Spiel meint wohl anscheinend zu sagen, nö. Das wollen wir nicht. Da kann ich nicht hier hoch. Oder irgendwo konnte ich ja. Ich war ja irgendwo da oben, oder? Genau, hier oben war ich. Genau, hier bin ich runter. Ah, einfach hier. Okay, gut. Und dann hier rüber. Ah, jetzt haben wir es. Trinity hat schon zweimal große Männer zum Vater des Propheten entsandt. Und beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich. Aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben.
Also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben. Und Trinitys Arbeit ist getan. Ja. Gut. Jetzt haben wir das wenigstens gefunden. Und das Monolith. Ich hoffe, das können wir schon angucken, aber sollten wir. Einige der Worte wurden herausgekratzt, aber es scheint auf irgendetwas zu zeigen. Okay. Münzversteck entdeckt. Hier oder was? Ah, ich habe gerade so viele. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Sachen gefunden. Hier ist was. Achso, das ist ein Erz. Haben wir eh voll. Gut. Dann können wir ja das jetzt sprengen und dann gucken wir mal. Jetzt geht das kaputt. Mal schauen, ob wir gejagt werden oder ob hier alles einstürzt und wir weglaufen müssen. Okay, es ist eine Katze. Sie klettert von allein hoch. Und tatsächlich kommen die Propheten, beziehungsweise die Krieger der Propheten, und wir müssen laufen. Warum klingen die Pfeile manchmal so, als wären es Maschinengewehre? Also war es doch eine gute Idee, zuerst hier zu looten, bevor wir das letzte explodieren. Ah, verdammt, das habe ich nicht geschafft. Der Tod sah ein bisschen lächerlich aus. Weil wir nicht so tief gefallen sind und sie trotzdem so gestorben ist, aber ja. Ich war mir nicht sicher, was, ob ich den Sprung schaffe. Und ich dachte halt, wir schaffen den Sprung. Aber wir hätten unser Haken einsetzen müssen. Hopp. So. Weil das da habe ich nämlich nicht gesehen. Ich habe nur diese weiße Wand gesehen und dachte, yo. Das schaffen wir wahrscheinlich dann. Aber nee. Das haben wir leider nicht geschafft. Okay, hier rüber. Jetzt sind wir hier oben. Hier müssen wir wieder mit... Genau. Hier rauf. Vorsichtig. Sehr, sehr actionlastig gerade. Okay, hier, weil hier sind inklusive Fässer. Au. Wir sind ein bisschen langsam, weil die uns die ganze Zeit erwischen. Aber wir haben es geschafft. Gut. Mal gucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Aber es sieht nicht danach aus. Gut. Jacob, ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank, es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Okay. In Wirklichkeit gehört Jacob auch zu Trinity. Gut, wir müssen uns ja nicht beeilen. Wir haben ja unendlich viel Luft. Dank unser Atemgerät. Deswegen können wir uns hier umgucken noch. Damit wir und müssen das nicht rushen. So. Ah, da leuchtet was. Das ist mir richtig in die Augen gestochen, das Licht. Hm, 15 Münzen, das ist ein Anfang. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich irgendwas mittlerweile schon in dem Shop gekauft?
Ja, ich glaube, dieses Gerät, um die Seile hochzuziehen, damit wir schneller die Seile hoch und runter können. Wobei ich glaube, es geht eh nur hoch, runter, tun wir eh schnell. Aber sonst haben wir nichts gekauft. Ich weiß gar nicht, was ich noch so alles haben wollte. Granatwerfer dachte ich wäre geil, aber wir haben ja jetzt explosive Pfeile, daher brauchen wir einen Granatwerfer jetzt nicht so unbedingt. Wir können das Outfit kaufen, einfach damit wir alle Outfits irgendwann haben. Und sonst, es gab ein Sturmgewehr noch, genau. Ich glaube so eine G36 oder so, keine Ahnung. Vielleicht war es auch eine andere Waffe. Ich habe nur gerade im Hinterkopf, dass es eine G36 war. Okay, hier können wir noch was lesen und hier können wir was öffnen. Kipplerflinte, 3 von 4 Teilen. Okay, mal gucken, ob wir das letzte Teil übersehen haben oder noch finden werden. Okay, hier runter. Bist du da oben? Ja? Bist du das? Kleiner Vogel, du bist am Leben. Ich wusste es. Mein Gott. Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich glaube, ich bleib lieber stehen. Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Werden wir sein. Okay, also Jacob hat Jonah, unseren alten Freund, gefunden und gerettet. Beziehungsweise seine Leute. Ich bin stehen geblieben, nicht dass hier das Wasser tiefer geworden ist und wir die Unterbrechung durch Schwimmen die Unterhaltung durch Schwimmen unterbrochen hätten. Deswegen bin ich kurz stehen geblieben, aber gut, das Wasser war eh nicht tief. Dann machen wir mal den Baum hier kaputt für ein paar Pfeile, Äste. Ah, okay, da ist. Ist das einer unserer Leute? Ja, oder? Ja. Was ist da? Liegt hier irgendwas? Nein. Ich kann hier nur was angucken. Es sieht ein bisschen aus, als wäre es unter Wasser, aber das ist nur das Gras, was so. Gut, dann gehen wir zu Jacob und bringen ihm den Apfel, den Atlas. Jetzt bin ich noch immer beim Eden-Apfel. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Aber wir drängen Sie zurück, wo wir können. Okay. Wir können Ihre Hilfe immer brauchen. Wir wissen, dass wir Ihnen vertrauen können. Ja, das könnt ihr. Ich würde gerne hier auf den Baum rauf. Kann ich? Nee, ich kann mich irgendwie hier nicht festhalten. Doch, jetzt da. Dann musst du nur weiter wegstehen. Denn hier gibt's noch was zu lesen. Es ist eine Frau im Tal aufgetaucht, die weder zu uns noch zu ihnen gehört. Ich habe sie in der Nacht gesehen, in der Ilais starb. Sie kämpfte gegen die Männer, die uns verfolgten. Unsere Späher haben meinen Vater und diese Frau gemeinsam gesehen, in Freiheit. Niemand weiß, was sie will oder ob wir ihr trauen können, aber wenn sie meinen Vater zurückbringt, hat Gott uns vielleicht noch nicht verlassen. Ja, das sind wir. Sie redet über uns. Wir werden auch erwähnt. Wir sind berühmt. Oh, und fast tot. ich würde gerne hier hoch, aber ich glaube, wir müssen da anders hoch. Hallo? Lara? Kannst du vielleicht hier wieder rauf? Ah ja, genau. Da, wo der Mann steht, da kannst du auf einmal rauf. So. Okay, Holz sind wir voll. Warte dann. Ah, okay, wir sind damit auch voll. So, jetzt können wir wieder ein paar Pfeile craften. Und jetzt können wir das da looten.
Ha. Wir wollen ja natürlich keine Ressourcen verschwenden. Okay, meint, da sind ein paar Leute noch im Tal verteilt. Von den Trinity Orden. Deswegen werden wir aufpassen müssen. Ich war mir nicht sicher, ob da Gegner stehen. Ah, ist das da, wo ich denke, dass es ist? Oder ist das ein anderer Ort? Irgendwie habe ich das Gefühl, da sind wir schon mal rübergegangen. Unser? Ja, unser. Ah, ich glaube, das können wir... ja, aufschießen. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Ja. Die Klinge fehlt schon lange. Scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Vielleicht. Ich kann tatsächlich nicht sagen, was für ein Knochen genau das ist. Aber Lara meint ein Oberschenkelknochen. Könnte sein. Wohin können wir hier? Ah, ins Wasser springen. Dann wahrscheinlich von der Flut treiben lassen. Das will ich aber noch nicht. Denn hier gibt es noch einiges zum Looten. Hier ist auch noch was. Kartenaktualisierung. Und das leuchtet aus irgendeinem Grund. Aber ich kann das... doch, hier kann ich es öffnen. Von der Seite. Das haben wir alles angeguckt. Hier geht es runter. Also wir könnten quasi hier runter gehen. Oder hier mit dem Wasser uns treiben lassen. Ich würde aber dann eher den Fußweg gehen. Einfach damit wir kein Loot übersehen. Jemand anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich war bei Aber. Genau, aber erstmal setzen wir uns hier hin, skillen und so, das wollte ich sagen, genau. Und wir reden auch mit ihm, weil ich glaube, wir müssen mit ihm reden. Ah so, das ist Jonah, habe ich gar nicht erkannt. Das sieht furchtbar aus. Furchtbar. Ja, nur von hinten gesehen. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay.
Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Hitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Auf Sommer warten. Warte. Oder auf Klimawandel. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Oh. Tschüss. Oh nee, Jonah wird entführt. Lass den Atlas fallen. Lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Ein bisschen zu spät. Leute. Okay. Aber können die das überhaupt finden? Ohne diese Mechanik, die wir hatten? Ich meine, die haben das ja zerstört hier. Den Turm. Und was will die Kamerafahrt uns damit zeigen? Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen. Aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. True. Jetzt gibt es Spaghetti-Karten. Ja. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, uns geht's gut. Ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Okay. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Waffen haben sie dort versteckt. Das klingt interessant. Finden Sie Sophias Ausrüstung? Ja, das werden wir machen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen, denn ich werde jetzt mich hier... Oh, wir haben Kletterpfeile bekommen, endlich. Schießen Sie Kletterpfeile in weichen Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie RT gedrückt, bis der Schuss voll aufgeladen ist, bevor Sie feuern. Okay.
Ja, aber das werden wir dann in der nächsten Folge, wie gesagt, machen, denn ich mache hier jetzt einen Cut. Wir setzen uns noch ins Lagerfeuer. Sie jetzt Jonah und den Atlas. Hören uns das an. Sie glauben, dass er etwas weiß, und skillen noch schnell. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Okay. Wahrscheinlich ein anderer Bogen hat noch einen Upgrade, aber das lassen wir dabei. Denn ich möchte meine Hauptwaffen upgraden. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Und in der nächsten Folge gucken wir dann erstmal, wo die versteckten Waffen sind. Und dann versuchen wir, Jonah zu retten. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr euch... Ja, und ja, dann hoffe ich, dass ihr nächste Folge wieder reinschaut. Bis dann. Ciao.